Das ist aber blöd. Ach so. Moment. Ah. Suppe aufessen, Mädchen. Denkt an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Nein, da denke ich lieber nicht dran. War mir irgendwie klar. Hindrehe. Selten dämliche Pute. Mann. Ja, wo ist denn jetzt der... Ach nee, ne? Jetzt stehe ich ja wieder ganz am Anfang oder was? Wollt ihr mich verarschen? Nein! Dein Ernst jetzt? Ich dachte, ich stehe da drauf. War kein Gegner. Nein, du sollst... Hallo, du sollst zuschlagen. Jetzt... Dafür habe ich, glaube ich, endlich mal die Taste gefunden, mit der ich ausweiche. Thank you.
Oh, Leian, lies diese Zeilen, da zwinge dein Leben davon ab. Das tut es nämlich. Sammle die weißen Beißer, um deine Bewegung mit dem weißen Bärtigen hinauszuschieben. Begegnung. Meine Freunde können die Hauerchen gut gebrauchen und du erweiterst deine Waffenmöglichkeiten. Okay. Wenn du genug Zähne für ein Upgrade hast, nehme ich sie an und verbessere deine Waffe. Möchtest du ein Upgrade? Oh, für die Pfeffermühle brauchen wir 700. Eieiei. Okay, nehmen wir erstmal die Klinge, ne? Wir wissen ja nicht, was das für ein Upgrade ist. Möchtest du das Upgrade machen? Jo, ich denke mal, ja. Ich denke mal, dass sie dadurch dann stärker wird oder so wahrscheinlich. Und ich denke, ich weiß auch genau, wofür ich das mache. Mutmacher verabscheut mechanische Fehlfunktionen. Dieses Desaster ist entweder sein Werk oder sein Untergang. Nicht noch mal an. Wenigstens starte ich jetzt von hier. Ja, jetzt nimmt sie das plötzlich an mit dem. Was war das denn? Wieso war jetzt in diesen Schneckendingern so ein Gegner rum? Ja schon wie so eine Irre aus, wenn sie mal wirklich so auf einen zuläuft mit dem Messer in der Hand. Okay. Ich denke, jetzt kommt wieder ein Bosskampf, oder? Kann feindlichen Attacken ausweichen. Ja, das haben wir jetzt auch schon festgestellt. Ah.
ausweichen. Rede, du sollst ausweichen. Kriegst du das nicht mit, oder was? Ja, genau. Geh genau jetzt los. Nein, du sollst ausweichen. Hallo. Mach dir das mal. Was war das für eine Scheiße? Eieiei. Und es ist auch, glaube ich, nicht so gut, dass meine Sicht jetzt hier zerbrochen ist. Die Frage ist nur, wie kann ich mich jetzt wieder heilen? Geh bloß nicht von der Stelle weg, echt. Ja, jetzt kommt doch noch alle gleichzeitig. Weich bloß nicht aus. Ja,
Das war so klar, dass die blöde Kuh... Ich verstehe das nicht. Ich gehe immer in die Richtung, wo der nicht ist. Und die wird wie magisch von diesem blöden Mistkerl angezogen. Och nee, jetzt sag mir nicht, ich muss dieses dumme Arschloch am Anfang nochmal neu machen. Boah, das ist so nervig, ehrlich. Ja, die sind ja noch okay. Mich bloß nicht umdrehen, damit ich den sehe. Ja, ich weiß. Bringt mir aber nichts. Ja, jetzt geh wieder genau auf den zu. Genau. Okay. Das ging jetzt zumindest wesentlich schneller als beim letzten Mal. Okay. Ich will trotzdem nicht mehr von diesen blöden Idioten haben. Ah! So, ist jetzt hier noch irgendetwas, was ich einsammeln kann? Verwirrt und keinen Schimmer wohin, versuche es mit Schrumpfen, wenn du Pfeilchen siehst. Wieso, wenn ich Pfeilchen sehe? Ist man geschrumpft, wird es Schrumpfs in verborgene Pfade... Ach so, und Hinweise in... Okay. Okay, was war das jetzt? Oder war das jetzt nur, weil der tot ist? Das ist jetzt nur so ein Bonus-Ding wahrscheinlich. Oh, hallo. Hallo? Ach so, da, okay. Darf ich denn auch hier nochmal raus? Danke. Nein! Ach du Scheiße, das geht dann auf Zeit oder was? Nicht dein Ernst, oder? Hat man jetzt hier nur drei Versuche? Ah, leck mich im Arsch. Nein! Ach so, das geht auch ohne... Oh, okay. Oder kann ich da eventuell komplett durchlaufen? Ja toll. Genau so könnte es passiert sein, Alice. K
Kannst du dich noch an den armen Mr. Cook erinnern? Ist gestorben, nicht wahr? Dr. Wilson schließt Selbstentzündung aus. Aber ich vertraue Mr. Dickens. Also da hinten kann ich noch hoch. Da vorne ist jetzt gar nichts, oder wie? Doch, Moment, hier kann ich noch hoch. Das hört sich aber irgendwie nicht sehr einladend an. Das ist bestimmt irgendein Bosskampf oder so. Ne? Aua, meine Ohren. Mist, ich hätte vielleicht doch erstmal beim Pilz rumgehen sollen.